Das Schwierige ist nicht der Kampf, sondern das davor. Du hast deinen Gegner noch nie gesehen. Du stellst dir vor, wie der ist. Du träumst vielleicht sogar von ihm. Wenn du in den Ring gehst, du bist allein. Egal, wer dir zugesprochen hat im Leben, weiß Gott was, du bist allein für dich selber verantwortlich. Und das zeigt dir eben mal der Ring mal richtig. Ja. Ich bin der Prahler, ich komme aus Köln. Ich bin 27 Jahre alt. Ich bin hier der amtierende Champion im Bärnackelboxen. Jemand hat mich herausgefordert, meinen Titel. Jetzt bin ich gekommen, um einen Mann zu stehen. Bärnackelboxen ist einfach klassisches Boxen, normale Regeln. Nur, dass wir keine Handschuhe tragen. Unsere Handgelenke sind bandagiert. Aber wir boxen mit den blanken Knöcheln. Und das ist einfach back to the roots, älteste Art, sich zu messen. Faustkampf, Mann gegen Mann. Ich habe mich gut vorbereitet. Mein Fokus ist gut, Mindset stimmt. Ich denke schon, dass heute viel passieren kann. In der Frontier steckt eigentlich die Türsteher-Szene in Offenburg und im Umkreis, weil durch die Pandemie haben sich eben die ganzen Diskotheken geschlossen, die Jobs sind weggefallen, die Gyms wurden geschlossen, Kampfveranstaltungen, Kämpfe wurden abgesagt. Also jeder, der zu uns kommt, der weiß auch, es ist kein Schachspiel, man kommt vielleicht mit einem blauen Auge heim, so ist es halt. Ja, bei uns kann jeder kämpfen. Ob Kampfsportler, Amateur oder Leute, die miteinander Stress haben, lieber klären sie es bei uns, kämpfen bei uns, danach gibt man sich einen Shake-Hand, das ist gut, wie dass man sich irgendwie auf der Straße trifft, sich dann gegenseitig da die Fresse einschlägt, was vermutlich noch dann eine Haftstrafe riskiert oder auf jeden Fall halt vor Gericht landet, macht man es lieber hier und danach ist gut, danach ist man Shake-Hand, Freunde. Das ist nicht nur dieses, wie es oft hingestellt wird, dieses aggressive Aufeinander draufhauen. Da gehört viel, viel mehr dazu. Du musst fit im Kopf sein. Du musst stabil sein. Verband nach hinten, wir gehen mit zwei Monster. Ich sitze hier mit Prahler und Roman. Die zwei haben heute heftiger Kampf auszutragen. Wie schätzt dein Gegner ein? Ich glaube, der ist stramm. Auf jeden Fall wird das ein harter Kampf. Ich denke, er hat sich auch gut vorbereitet, aber ich habe das auch gemacht. Wir werden beide unser Bestes geben, Show liefern und am Ende steht einer. Frontier ist mehr oder weniger ein soziales Projekt. Wir beschäftigen uns damit, dass wir aus unseren Fights raus die Jugend motivieren und ja, Leute von der Straße helfen, wo jetzt vielleicht keine bekannten Boxer sind, aber trotzdem mal Bock haben, sich zu beweisen, geben wir die Chance, bei uns zu kämpfen. Also ich habe in Frankreich gelebt und dadurch ist mir halt bewusst geworden, wie die Zustände dort auch sind. Also da gibt es wirklich sozial schwache Gebiete und ja, die Kinder haben da keine Perspektive. Eben in dem Viertel, wo wir auch waren, Portera, da haben die Geschäfte zu, da gibt es vielleicht noch einen Dönerladen, das war's. Und ja, die Kinder wachsen halt mit nochmal härtere Sachen auf, wie jetzt bei uns in Deutschland. Und zu denen kommt keiner und sagt, hey, komm mal mit oder so, ich helfe dir. Die sind auf sich allein gestellt. Und deswegen seid mir in deinen Vierteln eben diese Kämpfe machen. Ja, es motiviert eben die Jungen. Du bist zu verkrampft, oder? Aber wenn du locker bist, es geht viel schneller. Sieht auch schön aus. Wo kommst du her? Aus Rheinfeld, in der Nähe von Basel. Okay, alles klar. Also komm ein bisschen weiter weg. Ja. Also die Kämpfe, wo wir jetzt hier machen, strahlen mir auf YouTube aus. Hat erstens den Aspekt, dass das ist eben auch, wir wollen ja auch der Jugend helfen. Jetzt ein Kämpfer kommt her, sieht sein eigenes Video auf YouTube, das gibt ihm ein bisschen Selbstvertrauen. Und wir gucken auch, wie die einzelnen Kämpfer drauf sind. Wenn wir jetzt merken, hey, ein Kämpfer ist jetzt richtig stark unterlegen und für den bringt es nichts mehr, dann brechen wir den Kampf auch ab. Erste Runde Kampfgeist, Jungs aus der Anstalt, verlorene Seelenballon. Nach Boxkämpfe tun Leute auch Blute. Bei uns tun die Leute auch Blute. Wichtig ist, dass keinem was passiert. Wir haben immer Sanitäter dabei, geschultes Personal und so wollen wir das auch. Einmal Applaus für unser neues Bärnackel-Champion.
wie nach normalen Regeln gekämpft. Man muss Respekt voneinander haben. Das sieht man auch in unseren Videos. Also die Kämpfer fallen sich danach immer in die Arme. Ja, ein bisschen Schläge gekriegt. Aber so ist das Leben. Ne? Mal teilt man aus, mal steckt man ein. Mach mir keine Vorwürfe. Mein Gegner hat gut gekämpft. Kann man nichts machen, kann man nicht ändern, muss man so hinnehmen. Über die Kämpfe selber verdienen wir kein Geld. Aber wodurch wir Geld verdienen, ist zum Beispiel das YouTube, weil das läuft auf jeden Fall. Und wir fangen jetzt an, unseren Online-Shop zu bilden, wo wir Klamotten verkaufen, verschiedene Marken. Wir kommen mit Kritik sehr gut klar, weil das war unser Job. Man hat ständig Stress gehabt, man hat ständig Kritik gehabt und somit macht uns das gar nichts aus. Wir nehmen das natürlich wahr und wir müssen auch klar dazu sagen, also man kann viel reden, wenn man nicht bei unseren Veranstaltungen dabei war. Du bist seit klein aufgefangen im Revier. C'est la frontière, c'est la frontière. Hass, Liebe, Grenzgebiet, Respect of the Street. La coke et le weed et la dope et le shit. Du bist seit klein aufgefangen im Revier. C'est la frontière, c'est la frontière.